Die Piloten der Lufthansa werden am Freitag die Arbeit niederlegen und streiken. Dadurch werden an diesem Tag wohl alle Lufthansa-Flugzeuge, die eigentlich aus Deutschland heraus hätten abheben sollen, am Boden bleiben. Was das für den Flugplan und für die ganzen betroffenen Passagiere bedeutet, klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Vereinigung Cockpit, in der so gut wie alle Lufthansa-Pilotinnen und Piloten organisiert sind, hat ihre Mitglieder für Freitag, den 2. September, zu einem ganztägigen Arbeitskampf aufgerufen. Das bedeutet, alle Flüge der Lufthansa, die morgen von deutschen Flughäfen aus gestartet wären, werden bestreikt. Es wird also nicht unterschieden zwischen Kurz-, Mittel- und Langstrecke, so wie das in der Vergangenheit hin und wieder mal der Fall war, sondern alle Flüge der A320-Flotte, genauso wie die der A330, A340, A350 sowie 747-Flotte werden bestreikt. Auch alle Flüge der Lufthansa Cargo, die morgen in Deutschland hätten abheben sollen, werden ebenfalls bestreikt. Rückflüge nach Deutschland finden soweit möglich noch statt, denn die Besatzungen, die sich aktuell auf einem Umlauf befinden, sollen ja, wenn es geht, noch nach Hause kommen können. Das gilt dann aber logischerweise nicht für alle Rückflüge, die am morgigen Tag in Frankfurt oder in München hätten landen sollen. Und es gilt auch fast ausschließlich nur für Langstrecken, denn vor allen Rückflügen aus dem Ausland findet ja zwangsläufig erst einmal ein Hinflug aus Deutschland statt. So kommt die ein oder andere heute Abend startende Langstrecke mit Crew und Passagieren morgen trotz des Streiks wohl auch wieder zurück. Der Rückflug aus zum Beispiel Lissabon am Nachmittag nach Frankfurt oder sowas, der wird aber höchstwahrscheinlich ausfallen, da die Maschine aus Frankfurt sich morgen ja gar nicht erst auf den Weg dahin nach Lissabon machen wird. Der Streik der Lufthansa-Piloten bedeutet also nicht zwangsläufig, dass morgen ausnahmslos alle Lufthansa-Flüge ausfallen. Deswegen lohnt sich für betroffene Passagiere auch der regelmäßige Blick in die Lufthansa-App oder auf lufthansa.com, um den Status des eigenen Fluges regelmäßig zu überprüfen. Ich sage ganz bewusst die App, weil bei der Service-Hotline anzurufen, das wird wahrscheinlich eure Reiseplanung noch stressiger machen, als sie jetzt eh schon ist. Deswegen online nachschauen, in der Lufthansa-App nachschauen oder auch regelmäßig die bei der Buchung angegebenen Kontaktdaten, wahrscheinlich bei den meisten Leuten die E-Mail, überprüfen. Da bekommt ihr Bescheid und erhaltet auf diesem Wege in den allermeisten Fällen dann auch direkt die Alternativvorschläge, zum Beispiel bei einem ausgefallenen innerdeutschen Flug ein Ticket für die Bahn. Und da auch am besten nicht einfach selbst auf eigene Faust schnell irgendeine Alternative zusammenbuchen, sondern ganz einfach warten, was einem die Fluggesellschaft für den annullierten Flug als Alternative anbieten kann und davon dann irgendwas aussuchen bzw. irgendeine Option wählen. Und das sind wahrscheinlich schon die wichtigsten Infos für die meisten betroffenen Passagiere morgen. Erst wenn da morgen keine alternative Lösung drinsteht, dann kann man sich selber zum Beispiel um ein Bahnticket oder um einen alternativen Flug kümmern und das dann später bei der Fluggesellschaft als Kosten einreichen. Und alles andere Wichtige regelt die EU-Verordnung 261/2004. Eine altbekannte Verordnung, die der ein oder andere Vielfliegende wahrscheinlich etwas besser kennt mittlerweile als ihm oder ihr Liebes. Diese Verordnung regelt eure Rechte als Fluggast. Und etwas Gutes hat es ja, die Lufthansa kennt diese Verordnung und die Situation mittlerweile ziemlich genau. Deswegen wird mittlerweile grundsätzlich davon abgeraten, an einem solchen Streiktag für einen Lufthansa-Flug überhaupt zum Flughafen zu gehen. Es wird schließlich nicht nur etwas weniger, sondern halt gar nicht mehr geflogen und das wird auch von Anfang an klar kommuniziert. Und Passagiere, die wissen mittlerweile zu großen Teilen eben auch Bescheid, wie sie mit dieser Situation und dieser Verordnung und ihren Rechten umgehen müssen, akzeptieren die entstehende Unzuverlässigkeit bei ihrer Reiseplanung und nehmen dann meist auch kommentarlos eine der zur Verfügung stehenden Alternativen an. Es entsteht fast schon eine Routine. Muss man sich gut finden, aber es entsteht fast schon eine Routine und das eben auf beiden Seiten. Wird euer Flug gestrichen, wie das bei den meisten Flügen morgen der Fall sein wird, schreibt die EU-Verordnung vor, dass die Airline euch eine Ersatzbeförderung anbieten muss, heißt einen Ersatzflug oder im Inland eine Umbuchung auf Bus und Bahn. Geht das alles erst einen Tag später, dann gibt es von der Fluggesellschaft auch eine Hotelübernachtung. Oder ihr entscheidet euch dazu, auf den Flug zu verzichten, dann wird der Ticketpreis innerhalb von 7 Tagen erstattet. Sitzt ihr allerdings bereits am Flughafen und bekommt dort erst von eurem gestrichenen Flug oder von einer massiven Verspätung mit, dann habt ihr bei der Verspätung oder Ausfall nach 2 Stunden Wartezeit auf Kurzstreckenverbindung unter 1500 Kilometern Flugstrecke Anspruch auf Getränke und Essen, was bei der Lufthansa mittlerweile über die QR-Codes der Bordkarte und auf darauf dann geschaltete Gutscheine geregelt wird. Bei Mittelstrecken bis 3500 Kilometern Flugstrecke und Langstrecken ab 3500 Kilometern erhöht sich die zu wartende Zeit am Flughafen auf 3 bzw. 4 Stunden.
Diese Hilfe muss euch die Fluggesellschaft aber immer leisten, ganz egal, was der Grund für die massive Verspätung oder für den Flugausfall ist. Da der Streik aber frühzeitig angekündigt wurde und das auch von der Fluggesellschaft dann direkt so an die betroffenen Passagiere weitergegeben wurde und die ganze Aktion auch ziemlich klar ist, es wird einfach alles Mögliche gestrichen, sollte sich das Warten am Flughafen im Interesse aller morgen auf ein Minimum reduzieren. Das zweite große, sich aus dieser Verordnung dann ergebende Thema sind Entschädigungszahlungen. Und auch die sind für den morgigen Tag interessant. Sie richten sich nach der Verspätung, mit der man am Zielflughafen ankommt. Ist diese größer gleich 3 Stunden, steht dem Fluggast eine Entschädigungszahlung zu. Und auch diese richtet sich wieder nach der Flugstrecke. Bei Kurzstrecken bis 1500 Kilometer stehen dem Gast bei einer Verspätung größer gleich 3 Stunden 250 Euro zu. Bis Mittelstrecken von 1500 Kilometern bis 3500 Kilometern sind es 400 Euro. Bei Langstrecken ab 3500 Kilometern sind es sogar 600 Euro. Wurde der Flug, so wie es morgen der Fall sein wird, annulliert und die Ersatzbeförderung bringt einen nicht maximal 2 Stunden später ans Ziel, gelten diese Entschädigungen. Bei Mittelstrecken können sie bis 3, bei Langstrecken bis 4 Stunden Verspätung auf dem Ersatzflug zwar halbiert werden, aber darüber hinaus gibt es eben das volle Geld, die volle Entschädigung, egal wie viel das Ticket gekostet hat. Sie gelten allerdings nicht, wenn der Grund für den annullierten oder stark verspäteten Flug außergewöhnliche Umstände sind. Zum Beispiel, wenn in Island mal wieder irgendein Vulkan ausgebrochen ist und der Flugverkehr in ganz Europa lahmgelegt wird und das auch am besten noch für mehrere Tage, dann ist das tatsächlich ein außergewöhnlicher Umstand. Oder extrem schlechtes Wetter, der ganze Flughafen ist dicht, die Maschinen stehen die ganze Zeit am Boden oder müssen unendlich viele Warteschleifen fliegen und darauf lässt sich dann eine Verspätung größer gleich 3 Stunden zurückführen, das ist ein außergewöhnlicher Umstand. Oder, und jetzt wird's spannend, Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen. Auch das ist tatsächlich ein außergewöhnlicher Umstand, weil die Fluggesellschaft selbst dafür ja nichts kann. So passiert ist das gerade zum letzten Mal im März dieses Jahres. Die Fluggesellschaft kann dafür nichts, also muss sie auch keine Entschädigung zahlen. Allerdings besteht immer noch der Anspruch auf Ersatzbeförderung oder der Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises. Und diese ganze Hilfe, von der wir eben gesprochen haben, also die Möglichkeit, Essen und Trinken zu bekommen nach entsprechenden Zeitspannen, je nachdem, wie weit die Flugstrecke ist, oder dann auch Kontaktmöglichkeiten per Mail, Telefon und so weiter, all das ist in dieser EU-Verordnung im Detail geregelt. Auch diese Hilfe steht euch dann in einem solchen Fall weiterhin zu. Aber eben kein Anspruch auf Entschädigung. Und das war bei Pilotenstreiks lange auch so. Hat sich aber mittlerweile geändert, denn nach 12 Streikrunden, was weiß ich, wie viele das waren, hat der Europäische Gerichtshof mittlerweile entschieden, dass bei Arbeitsniederlegung des airline-eigenen Personals die Fluggesellschaft auch voll mit in die Verantwortung gezogen werden kann. Das bedeutet, wird ein Flug aufgrund des Pilotenstreiks morgen gestrichen, hat ein Passagier Anspruch auf Ersatzbeförderung oder Erstattung des Ticketpreises und unter den eben genannten Bedingungen Anspruch auf bis zu 600 Euro Entschädigung. Einfordern kann man diese über entsprechende Formulare, die auf einigen Internetseiten wie zum Beispiel europa.eu oder auch beim ADAC oder sowas verfügbar sind, oder man geht den Weg über ein Fluggastrechteportal. Davon gibt es auch mittlerweile eine ganze Menge, kostet im Erfolgsfall eben eine ordentliche Provision, macht die Sache aber eben auch denkbar einfach. Für die Fluggesellschaft sind es genau diese Entschädigungszahlungen, die einen Streiktag wie den morgigen so schmerzhaft machen können, weil es eben unabhängig vom Ticketpreis ist und nur die eben genannten Bedingungen erfüllt sein müssen. Und deswegen wird so ein Tag wie der morgige für die Lufthansa auch wahnsinnig teuer. Die 14 Streikrunden im letzten großen Tarifkonflikt bis 2017 hatten die Lufthansa damals nach eigener Aussage mindestens 500 Millionen Euro gekostet. Morgen wird ein solcher Tag mit etwa 800 gestrichenen Flügen sicherlich einen nicht allzu kleinen zweistelligen Millionenbetrag an Schaden verursachen. So richtig gut finden kann das ja eigentlich niemand, nicht die organisierte Belegschaft, die vor kurzem mit 97,6% in einer Urabstimmung bei der Vereinigung Cockpit einen Streik ermöglichte, bei der Cargo waren es sogar 99,3%, es kann aber auch nicht das Management gut finden, das mit diesem Durcheinander und den massiven Kosten rumhantieren muss. Und es können natürlich auch nicht die Passagiere gut finden, von denen so mancher Lufthansa mittlerweile als unzuverlässig beschreibt und kaum noch Verständnis für diese Streiks hat. Und die Forderungen für einen neuen Vergütungstarifvertrag sind noch immer weit auseinander. Die Arbeitnehmerseite unter Vereinigung Cockpit fordert 5,5% mehr Gehalt und ab dem nächsten Jahr eine automatisierte Anpassung an die Inflation, wobei letzteres definitiv der Knackpunkt sein dürfte. Die Arbeitgeberseite bietet 900 Euro mehr Grundvergütung in 2 Stufen, was bei einem Neueinsteiger das Gehalt um fast 20% erhöhen würde, bei einem langjährigen Kapitän immerhin um etwa 5%. Und unterm Strich steht aktuell halt noch kein Ergebnis und das bedeutet erst einmal Streiks.
Und so wie es aussieht, liegt das ganz große Problem hinter dieser Nummer doch eigentlich ganz woanders. Nämlich viel eher in der langfristigen Ausrichtung und in der langfristigen Strategie des Unternehmens für die Zukunft, welche die meisten Lufthansa-Pilotinnen und Piloten zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch nicht so richtig abgeholt hat. Stichwort CityLine 2, eine neue Fluggesellschaft innerhalb der Lufthansa-Gruppe, welche den Lufthansa-Pilotinnen und Piloten aktuell einer von vielen Dornen im Auge ist. Und so ist das Problem wohl doch noch etwas größer als die Forderung nach etwas mehr Gehalt. Es geht vielmehr um ein gutes Miteinander zwischen Arbeitgeberseite und den Arbeitnehmern auf der anderen Seite. Ein gutes Miteinander zwischen Lufthansa und Piloten, das irgendwie ein bisschen gestört zu sein scheint. Das fängt ja schon ganz früh an bei Lufthansa Cockpitpersonal in der Flugschule in Bremen. Und wenn sich da neue Flugschülerinnen und Flugschüler bei ihrem zukünftigen Arbeitgeber einklagen müssen, dann läuft da irgendwas nicht ganz so, wie es laufen soll. Deswegen wäre es für alle Beteiligten ja nur wünschenswert, dass die Lufthansa es wieder hinbekommt, ein gutes Miteinander zwischen Piloten und der Fluggesellschaft herzustellen. Kriegen andere Fluggesellschaften ja auch hin. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Ich freue mich sehr darüber, wie hoch euer Verständnis für die morgigen Streiks ist. Ich will das an der Stelle gar nicht bewerten, aber ich freue mich sehr auf eure Meinung dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Warteschleifen geflogen werden und darauf lässt sich dann die...